Dieter Thomas Engler. Dieter Thomas Anders. Ja, ich glaube, ich hab tatsächlich so ein paar Dinge daheim mal ausprobiert, die ganz gut funktioniert haben. Die habe ich bisher noch nie akustisch gespielt. Hohe Premiere. Ja. Ich dachte schon, so too much information, was du zu Hause ausprobiert hast. Ihr glaubt es gar nicht, wenn man ein Bein hochstellt und sich die Unterhose über den Kopf zieht, so wow. Puh, zum Glück findet niemand mit. Willst du vor dem Song nochmal einen Cut machen? Dann, ich weiß nicht, wie lange filmt dein Handy am Stück? 10 Minuten. Ah ja. Also, dann geht noch einer rein. Da gehen noch 8 rein. Mit Ansagen. Je nach Länge. Was kommt? Ja. Ja. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Eigentlich war alles so wie immer, als ich neulich abend zu dir kam. Wir gingen so wie immer auf ihr Zimmer, als sie mich plötzlich in die Arme nahm. Sie schaute mich aus ihren großen Augen an, wurde dann auf einmal ziemlich ernst. Und dann kam das, weshalb ich sie jetzt hasse. Ich hasse sie und hab sie trotzdem gern. Mit ein paar miesen Phrasen schlaf sie Löcher in mein Hirn. Ich konnte es nicht fassen, denn ich wollte sie nicht verlieren. Du, wir können doch gute Freunde bleiben, hat sie zu mir gesagt. Dabei hätte ich ihr am liebsten ihren Schädel abgehackt. Du, wir können doch gute Freunde bleiben, bei Angebot. Und ich frage mich noch heute, warum schlug ich sie nicht tot? Ich mag kein Pfeifen, deshalb lasse ich es weg. Für mich so Scorpions, aber du darfst. Die Zeit verging und sie heilte alle Wunden. Ich glaube, heute habe ich es geschafft. Die dunklen Zeiten habe ich überwunden. Und tanke in der Zukunft neue Kraft. Wenn ich sie heute sehe und ihr begegne, dann spüre ich noch immer keinen Schmerz. Doch wenn ich ihre Stimme höre, dann fühle ich noch jedes Mal den Stich in meinem Herz. Mit ein paar miesen Phrasen schaff sie Löcher in mein Hirn. Ich konnte es nicht fassen, denn ich wollte sie nicht verlieren. Du, wir können doch gute Freunde bleiben, hat sie zu mir gesagt. Darauf hätte ich ihr am liebsten eine Kugel in den Kopf gejagt. Du, wir können doch gute Freunde bleiben, euer Angebot. Und ich frage mich noch heute, warum schlug ich sie nicht tot? Gute Freunde. Du, wir können doch gute Freunde bleiben, hat sie zu mir gesagt. Dabei hätte ich ihr am liebsten ihren Schädel abgehackt. Du, wir können doch gute Freunde bleiben, war ihr Angebot. Und ich frage mich noch heute, warum schlug ich sie nicht tot? Sie nicht tot! Sie nicht tot! Gute Freunde. Ich kann auch überlegen, ob man für eine Akustikversion das Ende ein bisschen kürzer eigentlich.